Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch ein Weihnachtsdesign zeigen. Und zwar habe ich im Shop ein neues Nailpatch und zwar sieht das so aus. Also ich finde es total witzig. Da steht überall so Merry Christmas und Happy Holidays drauf. Und ja, ist ein bisschen was Verrücktes in diesem Newspaper-Look quasi, halt nur mit Weihnachten. Und ja, wie ich dieses tolle Design gestalte, was wirklich sehr, sehr einfach ist, das zeige ich euch gleich. Also ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist hier so eine Christbaumkugel und ja, so ein paar Schnörkelchen drumherum. Das kann man natürlich auch machen, wenn man kurze Nägel hat, dann macht man diese Kugel halt etwas kleiner und ja, das möchte ich euch gleich mal zeigen. Das Design ist wirklich sehr, sehr einfach und auch für Anfänger geeignet. Ich habe mir jetzt einfach mal hier von diesem Nailpatch einen Streifen genommen und habe mir ein Motivteil ausgesucht und habe den kreisförmig, also so gut wie kreisförmig, einfach mit einer Nagelschere ausgeschnitten. Meine Empfehlung an euch, da ist immer noch so eine transparente, dünne Schutzfolie drauf. Bevor ihr irgendetwas ausschneidet und zurechtschneidet, zieht die vorher ab. Es ist nämlich total schwierig, die dann, wenn man schon etwas ausgeschnitten hat, die dann abzufriemeln. Also vorher diese Schutzfolie entfernen und dann schneidet ihr euch so einen kleinen Kreis aus. Dann löst ihr den gleich von der Trägerfolie ab. Am besten eine Pinzette zu Hilfe nehmen und natürlich nicht auf die Rückseite fassen. Ich werde das Design jetzt auf den Aufbau arbeiten. Ihr könnt das natürlich auch unter den Aufbau arbeiten. Und als Untergrund habe ich einen Babyboomer gewählt, weil ich das eigentlich ganz hübsch finde, wenn man auf dem Babyboomer so ein bisschen Nailart drauf macht. Ich finde, das hat dann immer noch so eine besondere Wirkung. So, ich löse mir mein Kügelchen ab und platziere es dort, wo ich es hinhaben möchte. Also, ich möchte, dass die hier so ein bisschen am Rand sitzt. So. Und jetzt nehme ich mir hier meinen Zewa-Zipfel und drücke das fest, weil ich keine Handschuhe trage. Wenn ihr natürlich Handschuhe tragt, könnt ihr dann natürlich mit dem Handschuh das ganz normal andrücken. So. Schön festdrücken. Und hier am Rand, da seht ihr das hoffentlich, da am Rand werde ich so ein kleines bisschen von dem Sticker entfernen, damit nachher das Gel einen schönen Rand hat und sich daran festhalten kann. Ihr kennt das Ganze ja schon. So, genau, jetzt haben wir uns hier so einen kleinen Rand geschaffen. So, so schaut das jetzt einmal aus, total unspektakulär. Aber sieht schon mal richtig süß aus, wie ich finde. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden. Ich nehme jetzt hier ein Glitzergel. Und zwar nehme ich das Golden Eye aus meinem Shop. Ihr könnt natürlich auch ein Glitzergel eurer Wahl nehmen. Das muss jetzt auch nicht so ein Goldton sein. Das kann auch Silber sein oder was auch immer ihr mögt. Und dann nehme ich mir meinen langen Striper-Pinsel aus meinem Shop. Und werde mir ringsherum einfach so eine kleine Umrandung schaffen. Also dieses Design ist wirklich super einfach, aber ich finde, es sieht halt sehr effektvoll aus. So, dann einfach ringsherum um den Sticker einfach die Linie nachmalen. So. Und wie gesagt, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Ihr könnt alle Glitzergele verwenden, die ihr mögt. So. Hier am Rand werde ich jetzt nicht rumgehen. Ich möchte, dass das wirklich nur so, ja, zu einem Dreiviertel sozusagen zu sehen ist, die Kugel. Also werde ich das aussparen. Ist aber auch eine Frage des Geschmacks. Also ihr könnt das so machen oder so machen, wie ihr möchtet. So. Okay. Dann haben wir das. Das Ganze lasse ich jetzt einmal kurz anhärten und dann hole ich euch gleich wieder mit dazu. Ausgehärtet ist das Ganze und zwar werde ich jetzt eine dünne Schicht Fibertech auftragen, denn ich möchte gleich noch hier von diesem
Schleifchen-Wassertattoo möchte ich mir gleich so eine Schleife auftragen und die möchte ich in eine Schwitzschicht setzen. Deshalb nehme ich mir jetzt etwas von dem Fibertech. Ich nehme deshalb das Fibertech, weil ich das ja immer super gerne für die Stickerverarbeitung verwende, weil das hat wirklich eine sehr, sehr gute Haftung, gerade wenn man Sticker verarbeitet. So. Ich massiere das jetzt in den anmattierten Nagel ein mit so leicht stupfenden Bewegungen und trage mir, wie gesagt, eine dünne Schicht auf. So. Auch ruhig schön hier den Rand gut ummanteln, damit ihr dann nachher nicht das Problem habt, dass euch da die Sticker abplatzen. Wenn ihr da aber wirklich ordentlich ummantelt, dann passiert das auch nicht. So, und das lasse ich jetzt nochmal anhärten, beziehungsweise für 30 Sekunden in dieser Multilampe aushärten. Und dann geht es gleich weiter. Ausgehärtet ist das Ganze. Ich habe gerade schon ein kleines Schleifchen hier von dieser Tattoofolie ausgeschnitten, habe mir dabei diese kleinen Bändchen weggeschnitten und habe das Ganze in einer feuchten Zellette aufweichen lassen und habe das Schleifchen jetzt abgelöst. Ich habe mir gerade noch nach dem Aushärten nochmal eine dünne Schicht Fibertech aufgetragen, damit das Schleifchen da drin besser hält. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass in dieser Multilampe, ich weiß nicht, ob ich habe zu kurz anhärten lassen, da hat sich das Schleifchen dann noch arg bewegt und deshalb setze ich das jetzt in eine feuchte Gelschicht und platziere es am oberen Rand der Kugel. Da seht ihr es einmal. So. Also das könnt ihr positionieren, wie ihr möchtet. Ich muss das jetzt einmal kurz zu mir drehen, damit ich das auch sehen kann. So. Gut, und wenn euer Schleifchen an der Position sitzt, wo ihr es hinhaben möchtet, dann lasst ihr das Ganze nochmal für 15 Sekunden anhärten und dann sitzt das Schleifchen auch. Und dann werde ich euch gleich noch zeigen, wie wir nochmal mit dem Golden Eye hier so eine kleine Aufhängung von dieser Weihnachtskugel machen. Wer möchte, kann das Ganze jetzt mit Cleaner so ein bisschen abcleanern oder ganz vorsichtig mit einer trockenen Zellette hier im Bereich, wo das Schleifchen sitzt, so ein bisschen abwischen, damit das Glitzergel nicht so verläuft. Also es kommt ja auch aufs Produkt darauf an, was ihr da verwendet. Und wenn ihr halt ein Gel habt, was dann vielleicht extrem doll läuft oder so, dann könnt ihr die Schwitzschicht halt entfernen. So, und jetzt mache ich es so, dass ich hier oben so eine kleine, ja, wie so ein kleines Viereck dran setze, so dass es eben aussieht, als würde die Kugel wirklich so einen kleinen Trödel da oben dran haben, dort, wo eigentlich immer so ein kleiner Draht oder sowas durchgezogen ist, wo die Kugel halt ihre Aufhängung hat. Und hier oben setze ich dann jetzt noch links und rechts so kleine, also wie so einen kleinen Ring dran, so dass es halt ausschaut, als wenn die hier oben dran hängt. So, ich drehe das einmal so ein bisschen, sonst kann ich nicht richtig malen. Und zur anderen Seite auch. Wer das halt ein bisschen kräftiger dort oben haben möchte, der nimmt ein Schwarz oder halt ein Weiß oder dementsprechend halt die passende Farbe, je nachdem, wie ihr die Kugel halt umrandet habt. So schaut das jetzt einmal aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass das nicht zu sehr spiegelt, aber ich denke, man sieht das ganz gut. So, und jetzt werde ich das Ganze nochmal anhärten lassen und dann kommen wir auch schon zur Versiegelung und im Anschluss möchte ich dann mit dem One-Stroke-Gel Weiß nochmal so leichte Schnörkelchen draufmalen und ja, das zeige ich euch gleich. Ich benutze jetzt den High Gloss UV und LED zum Versiegeln. Also ich versiegle oder ich trage den Versiegler in die Schwitzschicht auf. Also das schadet überhaupt nicht. Da muss man nicht extra nochmal abcleanern. Und ja, so. Also ich trage den Versiegler großzügig auf. Achte darauf, dass nichts in die Ränder läuft, dass ich nicht an die Haut arbeite. Und ummante hier auch schön den Sticker am Rand. Gehe hier auch nochmal unter dem Nagel so ein bisschen lang, also richtig schön am Nagelrand. So.
Und dann lasse ich das Ganze für 90 Sekunden in der Multilampe aushärten. Ich habe das Versiegelungsgel nach dem Aushärten so circa 2 Minuten auskühlen lassen. Und jetzt benutze ich das One-Stroke-Gel Weiß, wie ich schon erwähnte. Und den Golden Black Pinsel, der ist etwas kürzer. Und male mir jetzt ein paar Schnörkel drauf. Also da könnt ihr wild schnörkeln, wie ihr möchtet. Wer keine Schnörkel malen kann, der kann zum Beispiel auch von den Stickerbögen oder andere Schnörkelsticker verwenden und die im Untergrund dann anwenden. Das hat in etwa den gleichen Effekt. So, ich beginne jetzt hier. Ich suche mir einen Mittelpunkt und ziehe mir meinen Schnörkel. So. Und hier setze ich wieder an. Also ich möchte die Schnörkel wirklich, also dass das so wirklich große, runde Kreise sind. Und die setze ich einfach willkürlich dorthin, wo ich sie hinhaben möchte. Also ihr müsstet das auch nicht machen, wem das zu viel ist. Der könnte das Design auch so lassen. Oder man kann halt auch noch andere Dinge hier draußen rumsetzen, Schneeflocken zum Beispiel oder wie gesagt, was auch immer euch gefällt. Da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Und je nachdem, wie man schnörkelt, das Motiv wird ja auch immer anders. Also ihr habt ja gesehen, dass das Motiv vom Anfang ein bisschen anders ausgesehen hat als dieses hier, das ist ja ganz klar. Man kreiert jedes Mal etwas Neues. Und hier setze ich jetzt auch noch einen großen Schnörkel hin. So. Schwupps. Einfach hier außen noch einen Streifen dran setzen. Also das ist eigentlich nicht so schwer. Und wie gesagt, Anfänger, die das noch nicht so gut können, die können halt Schnörkelsticker verwenden zum Beispiel. Noch. So, und dann setze ich an der Spitze hier auch noch mal einen Streifen hin, damit es da nicht so leer ausschaut. Ja, so schaut das dann jetzt einmal fertig aus. Das Ganze werde ich jetzt noch mal circa 1 Minute aushärten lassen. Das One-Stroke-Gel härtet ja ohne Schwitzschicht aus und dann bin ich auch schon fertig. Hier seht ihr jetzt einmal nochmal das komplette Endergebnis. Also mir gefällt es, wie gesagt, richtig, richtig gut, obwohl ich ja eigentlich eher ein Weihnachtsmuffel bin. Aber dieses Design gefällt mir wirklich gut und ich bin auch am Überlegen, ob ich mir mal eine komplette Modellage in dieser Art und Weise mache, halt nur auf kürzere Nägel. Und ja, nochmal ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr das zum Beispiel auf sehr kurze Nägel macht und die Kugeln sehr klein sein sollen, meistens kann man ja nicht so ganz gut rund schneiden, wenn es so arg winzig ist. Ich habe mir jetzt hier mal was vorbereitet und zwar mit einem Locher. Ich habe mir einfach einen Locher genommen, habe den natürlich vorher ausgeleert. Ich zoome mal ein bisschen raus, so. Nehme mir jetzt hier mein Nail Patch. Und halte das halt in den Locher. Ich hoffe, ich treffe jetzt. So. Und loche jetzt das Ganze. Jawohl, ich habe getroffen. Und dann öffne ich hier den Locher. Und habe hier eine kreisrunde kleine Kugel. Natürlich ist es dann so, wenn ihr das mit einem Locher macht oder beziehungsweise je kleiner die Kreise werden, umso weniger seht ihr natürlich vom Motiv. Ihr könntet natürlich auch versuchen, ihr habt ja hier auch so ganz kleine Minischriftzüge drauf. Ich hoffe, die Cam stellt jetzt scharf, zum Beispiel hier, dieser Schriftzug ist sehr zart, dass man dann versucht, halt hier drumrum zu lochen. Und ja, wie gesagt, ich finde, das ist eine coole Sache. Mir gefällt es. Hier seht ihr es jetzt nochmal. Ich zeige es nochmal näher dran und im Prinzip ist es wirklich sehr, sehr einfach. Ja, meine Süßen, also
Die neuen Nail Patches sind im Sonderangebot für 99 Cent und ihr bekommt ja auch nochmal, selbst auf reduzierte Ware, auch nochmal einen Rabatt von 20%. Das ist ja mein kleines Weihnachtsgeschenk an euch. Ich blende auch nochmal den Gutscheincode jetzt in diesem Augenblick ein. Wenn ihr den im Warenkorb in diesem Feld Gutscheincode eingeben einlöst, bekommt ihr auf eure gesamte Bestellung 20% Rabatt. Also meine Süßen, ich hoffe, euch hat das Design gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao!